In den Schatten ihres Vaters gestellt, stand Anna Ermakova jahrelang im Hintergrund. Doch jetzt ist sie bereit, richtig durchzustarten und sich zu rächen. Kein Wort über ihn kommt über ihre Lippen. Kein aktuelles Bild der beiden ist zu sehen. Weder von den Filmfestspielen in Cannes noch in den sozialen Netzwerken. Nach ihrem grandiosen Triumph bei Let's Dance hat Anna Ermakova Boris Becker aus ihrem Leben gestrichen. Es ist die stille Rache an ihrem Papa. Früher sprach Anna schon mal über ihren berühmten Vater und stellte fest, wir haben nichts gemeinsam. Außer das Aussehen. Oder sie sagte, wir haben kein gutes Verhältnis. Diese Sätze zeigen, wie zerrüttet die Beziehung der beiden war. Und immer noch ist. Trotzdem bemüht sich Boris derzeit sehr, seiner Tochter zu schmeicheln. Seit dem Moment, in dem sie Anfang des Jahres die ersten Schritte bei Let's Dance machte und die ganze Nation sich in das schüchterne Mädchen mit den roten Haaren und den blauen Augen verliebte, ist er stolz auf Anna, wie er auf seiner Internetseite schreibt. Eine tolle, junge Frau sei sie geworden. Doch Anna ignoriert all seine Worte. Warum auch nicht? Jahrelang war sie für ihn eher eine Belastung. Jahrelang gab es kaum Kontakt. Wirklich gewollt habe er sie schließlich nie. Sie war das Ergebnis einer Affäre. Doch kaum erobert Anna das Scheinwerferlicht, kommt der gefallene Tennisheld aus dem Dunkeln und will ein Stück von ihrem Ruhm abhaben. Plötzlich will er der liebevolle Vater sein. Aber so funktioniert das nicht bei Anna. Statt auf die Schmeicheleien einzugehen, ignoriert sie ihren Vater. Sie schmiedet Pläne ohne ihn. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, sagt Anna Ermakova. Es stehen neue berufliche Projekte an. Sogar ein Umzug nach Deutschland kommt in Betracht. Dabei fällt kein Wort über Papa Boris. Ja, Rache muss nicht immer laut sein. Manchmal funktioniert sie ganz leise. Still. Aber dann ist sie umso schmerzhafter.